Let's go. Hallo. Ha. Oh, die Maus auf der Ratte. Die Maus auf der Ratte, Alter. Die Maus auf der Spraydose. Sieht cool aus. Da ist eine Ratte. Kann ich das nicht? Da ist eine. Ich krieg die ohne dem Ding nicht. Kann ich das nicht hochheben? Da ist eine. Ich hoffe, die Oma drin macht jetzt keinen Scheiß. Drei Stück. Ach, Taschenlampe hilft. Ach, guck. Ach guck, da ist noch eine. Und die da unten drunter hockt. Aber wie kriege ich denn die... Die hockt da unten drunter. Im Kaufsleben. Die mir immer an der Kasse ihre Einkaufswagen in den Ton. Tja, glaub. Die haben halt Bock. Hab ich. Kann ich das wieder aufstellen irgendwie? Oder wegräumen? War das hier in dem Video das Ding? Ja, ne? Ich glaube, dass es das Ding war. Ich weiß es nicht. I don't know. Wir gehen wieder rein. Hab meine Aufgabe vom Chef erledigt. Er kann nichts sagen. Ich bin... Oh. Fleißig. Ist die Oma schon wieder raus? Ne, die Oma braucht noch ein bisschen. Da steht ein Kunde. Da steht ein Kunde. Worum genau geht es im Spiel? Wir arbeiten... Hi. Okay. Was gibt's? Also bitte. 5 Kannen Bier und eine Packung Zigaretten geben. Beeil dich. Bist du bei der Mafia? Es geht darum, wir arbeiten einfach nachts in einem Convenience Store in Japan. Das sind 24-Stunden-Läden. Und uns passieren dann wahrscheinliche Dinge. So, einmal Zigaretten. Oh, einmal Zigaretten. Bitteschön. Bier willst du haben, ne? Ist hinten. Warum holt er sich das nicht selber? Der kann doch... Ja, warum holt er sich das nicht selber? Ganz meine Rede. Ich vermute, der ist bei der Mafia. Wie viel waren es? 5, ne? Ne, 4. Hallo? Habe ich alle? Okay. Ich vermute, er arbeitet als gehört zur japanischen Yakuza, wie man das so sagt. Hä? Hä? Wo sind die? Hey, wo hab ich die Bierflaschen hingelegt? Lol, die liegen da alle. Ich muss die einzeln tragen, muss mich verarschen. Kleines Inventar jetzt auch getan. Für die eine Quest. Moment. Du kannst auch mitlaufen, hast du die schneller. Alter, der macht mich jetzt schon aggressiv. Was hat denn der für ein Auto? Der ist doch bestimmt mit dem Auto gekommen, ne? Auch mitten rein, nicht mal ich auf dem Parkplatz, ne? Weißt schon Bescheid. Prolet. Ja. Einfach nur ein Prolo. Ich rege mich nicht auf. Ich muss ja eh hier 13 Stunden hocken. Nee. 13 Stunden nicht. Achte. So. Achso, ich muss noch abrechnen, warte. Ich muss nur abkassieren. Das mit dem Handy bezahlen. Dankeschön. Kommen Sie bitte nicht wieder. Ist die Oma ins Klo gefallen oder was ist mit der Oma los? Schau. Ach, da kommt die Oma. Müssen wir was kaufen, Oma? Brauchst du Hilfe? Hallo? Was aber ich wiege mich gerade sehr sicher, es passiert nichts. Ha? Ha? Wo ist Ken-Kun? Wer ist Ken-Kun? You know wer Ken-Kun ist? Du weißt, wo Ken-Kun ist? Ich weiß nicht, wo Ken-Kun ist. Ich habe gedacht, ich hätte seine Stimme gehört. Das war mal meine Tochters Haus.
Was hast du getan? Wie kannst du nur? How dare you? Ja, ich hab nix. Ich arbeite doch nur hier. Hä? Was hab ich getan? Ich hab nix gemacht. Ich arbeite hier nur. What the fuck? Ich bin verwirrt ein bisschen. Ich weiß nicht warum. Tschüss. Ciao, Oma. So, alles voll, alles gut. Ist das hier ein bisschen leer? Kann ich es jetzt auffüllen? Ich will meinen Job tun. Hab ich zugemacht. Okay, ich muss anscheinend questmäßig machen. Ach Leute, kann ich durchgucken. Die haben die Schränke zur Wand gemacht. Ah, das ist cool. Das ist cool. Okay, ich gehe mal in den Computer, mal gucken, was passiert. Hat er nicht gesagt, er hat das gefixt mit der Tür? Der hat das doch gefixt, hat er doch gesagt. Der hat doch einen Typi geholt. Hä? Hat er doch gesagt oder hat er das nicht gesagt? Hä? Ne? Stopp, zurück. Ist das Ken Kuhn? Ah, nee. Doch, Ken. Ken Kuhn, klar. Also, das ist ja nicht die Tochter würde ich Ken heißen. Krieg ich eine Lieferung? Aus dem Laden scheißen und dann meckern. So sind die alten Leute. Ja, ja, schon. Schon so ein bisschen. Komm, jetzt kriege ich wieder eine Lieferung? Ich will keine Lieferung. Ich will nichts. Du hast nichts. Warum kommst du dann? Komm rein. Kann ich dir helfen? Ignoriere mich halt, ich stehe neben dir. Schön dich nochmal zu sehen. Und wir jetzt sehen. Ein Subtrend, ein Ordering, everything online. Es ist ein komischer Trend, unaufhaltsamer Trend, alles online zu bestellen. Ja, das war. Aber es ist halt auch hilfreich. Gerade wenn man Social Awkward ist und so und einfach keinen Bock hat auf Leute. So direkt. Jedenfalls Leute, die man nicht kennt. There seems to be a package that needs to be picked up. Ja. Gibt es ein Paket, was du mitnehmen willst? Hä? Muss ich gucken? Warte mal. Gibt's hier ein Päckchen? Ah! Jo, wir haben ein Päckchen. Stand das gerade schon da? Das stand gerade noch nicht da, oder? Hier. Hopp, bitteschön. Hätte der Chef mir das nicht aufgeschrieben, wenn da noch was wäre, so als Lieferung? Er hätte es mir aufschreiben sollen eigentlich, oder? Hat er aber nicht. Okay. Guck mal kurz, was die Oma auf der Toilette veranstaltet hat. Die Tür nicht mal zugemacht, ne? Ich gibt mir ein Fenster, nicht mal einen Lüfter. Ist der jetzt schon weggefahren? Ist er nicht weggefahren, ne? Okay, das reinigt sich wenigstens selber. Hallo? Okay. Okay, wir haben es geschafft. Das war die Nacht. Ich nehme an, der Rest des Abends verlief dann ohne Probleme, wenn das passiert. It's raining outside. Okay. Kann ich was essen? Also in der ersten Nacht mussten wir was essen. Seitdem mussten wir nie wieder was essen. Ich find's komisch. Ah, ein Regenschirm. Ja. Bitte. Umbrella.
Warte. Scheiß Neugierde. Oh. Scheiß Neugierde, ich muss es aufmachen. Das Geräusch vom Blodeckel, what the fuck, ich hab. Wo ist denn das? Da. Nur eine Kassette. Ich will nicht. Das macht doch niemand. Niemand würde, wenn ich so ein Päckchen da wirklich kriegt. Ich bin ja auch neugierig, ich würde auch reingucken. Aber ich würde das nicht angucken. Okay, es wird mich echt reizen, das anzugucken. Ich würde es nicht angucken. Hallo? Ja. It's raining, man. It's raining. Ist das? Keine Ahnung, wo das ist. Nicht gesehen. Sagt mir gar nichts. Und mein Fernseher hat es kaputt gemacht. Toll! Hab schon nicht so viel Kohle. Okay, dann müssen wir jetzt wahrscheinlich arbeiten gehen, nehme ich an, ne? Ah. Ja, wir müssen arbeiten gehen. Ich habe einen Regenschirm schon dabei. Dann gehen wir mal in die zweite Nacht. Ich kann meine Tür nicht mehr zumachen. Wer macht das denn bitte? Ich muss sagen, sie hat ein echt großes Haus für erfahrene Verhältnisse. Also, für Wohnen. Hier auf dem Weg passiert gar nichts, oder? Irgendwie. So. Mach. Das war kaputt, ich muss entscheiden. Der Regen schon schön. Okay. Okay, mach. Ich habe jetzt schon 1, 2, 3, 4. Jetzt an den Knöpfen wieder hin. Dann müssen wir runter. Ach. Aber keine Beine, ich bin ja da. Ich sehe doch hier irgendwas. Was war das? Was war mit dem Ring? Nur nicht, dass mich irgendwas anschreit. Nur nicht anschreien, anschreien sind Füße. Ich geh mal schnell in den Rücken, ich traue mich gerade nicht. Zweite Nacht gewesen. Dass sie die erste Nacht uns dann nicht berechnet. Nicht toll. So, die Zeit so. Ich wüsste nicht, ob ich in so einem Sto die Nachtschicht machen werde. Ich glaube nicht. Also, ich dürfte mich so anziehen. Da bleibt jeder draußen. Okay. Hallo. Hey. Wo ist Chef? Alter! Was? Nein! Wo ist denn der Chef? Chef? Hinten im Lager? Oh, einige Kisten sind offen. Das sind Kisten, das ist was Neues. Toilette vielleicht? Da wird es nicht aufgehen, wenn er drin ist. Dahin soll ich irgendwas tun. Okay. Ich steppe mich ein, bestimmt so richtig kalt. Ich weiß nicht, wo der Chef ist, keine Ahnung. Alter. Dann gehen wir mal in Arbeit. Hier irgendwas Neues. Häkchen. Du Arsch! Buh! Leck mich! Okay, fein. Ich höre auf. Ich schwöre. Du, ich mach's nicht nochmal. Raus hier! Verpiss dich! Someone's been sending you VHS-Tapes. Ja, jemand hat mir irgendwelche Videos geschickt. Das klingt nach einer perfekten Idee für einen Horror. Ja. Ah, ist bestimmt nur ein Scherz. Es ist nichts. Ich meine.
Komm schon, ist nur ein Video. Das klang. Hat er mir das geschickt? Schickt er mir die Videos? So, ich stempel mich ein. Ja, punch it in. Chef geht. Okay, ich stempel ein, Chef verpiss dich. Was soll ich machen? Some products were missing on the shelf. Always keep the shelves full. That's our motto. Please restore. Okay, wir sollen die. Also manche Dinger sind leer und wir sollen halt auffüllen. Das machen wir. Habe ich ihm eigentlich von dem kleinen Kind erzählt, was ich gesehen habe? Was die Tür anscheinend aufmacht und dann wegrennt? Habe ich davon erzählt? Ich hoffe es. Das war gerade ein bisschen assi, ich gebe es zu. Wo muss das hin? Ach, guck mal. Das hier? Nee, scheiße. Das sind so Tüten, ne? Die Tüten hier. Wie sind die Tüten irgendwie? Da fährt ein Auto vor. Okay, das sind doch so Tüten, müssen die. Nee, hä? Das sind doch die hier, die da. Oder nicht? Sieht so aus, als wären das die. Ah, da. Ja. Yep. Perfekt, so. Rest noch auffüllen. Hier müssen wir aufgefüllt werden und vorne müssen noch was aufgefüllt werden. Bis jetzt muss ich sagen, easy game. Also, das gerade war ein bisschen fies. Da gebe ich zu. Hä? Hä? Warte, mach auf! Ich bin eingeschlossen! Jemand ist da! Irgendjemand ist in den Store gekommen. Und hat mich eingeschlossen. Oder ist rausgegangen und hat mich... Jetzt. Hä? Was ist hier? Das ist hier, oder? Hallo? Da kommt ein Auto. Ich füll das mal eben noch auf. War er das? Okay. Handwerker oder so ein Arbeiter. Füllen wir noch das Regal auf und dann passt das. Dam, dam, dam. Bentos. Bento Box, Bento Box. Okay, wer hat mich eingeschlossen? Das ist jetzt irrelevant. Also darauf gehe ich jetzt gar nicht ein. So weird. Eigentlich sollte man darauf eingehen. Hi. Ich kann kratzen. Ein Hamada, ich bin Hamada, okay. Da ist irgendwas falsch mit der Air Condition. Your boss. Fresh. Okay, mit dem Luftding stimmt irgendwas nicht. Ja, Sie können gerne das machen. Hate to be working this late. Pays me, you know. Ich hasse so spät zu arbeiten, aber Bezahlung ist gut. Outside units and eat right out. Okay, er guckt draußen sich die. Ach, hier noch im Haus die Boxen, die da standen. Ah, okay. Das ist die Klimaanlage. Also. Luft. Kann ich da jetzt hingehen? Was soll ich jetzt noch machen? Also aufgefüllt habe ich alles. Ja, habe ich. Okay. Checken wir uns mal hier. Wir beobachten nämlich jetzt beim Arbeiten. Hier ist so, ja, hier hat man ein paar Euro mehr für die Cam ausgegeben, die ist gut. Die Cam ist auch scheiße draußen. Er müsste doch hier ab. Da war ein kleines Kind, was weggekrabbelt ist. Dude, geh da aber nicht hin. Da ist ein Kind, was da... Macht da was.
Nein, ich wollte nicht rausgehen. Stopp, ich wollte nicht rausgehen. Geh wieder rein. Rein, 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 rein. Ich meine, das Ding ist komplett auf jetzt. Kann ich da jetzt rein? Soll ich da rein? Will ich da rein? Da war das kleine Kind. Ich glaube, das Kind ist ein Geist. Ist das Ken Kuhn? Ist Ken Kuhn vielleicht der Sohn von der Tochter der Oma? Das würde wenigstens halbwegs Sinn machen. Irgendwie würde das jedenfalls Sinn machen. Er kommt wieder vor. Kommt ein Auto. Okay. Das Ding ist jetzt offen. Will ich da rein? Ich will da glaube ich nicht rein. Ich will da gar nicht rein. Ist das bei mir? Nein. Kommt der jetzt wieder vor? Oh. Kundschaft. Hi. Hola. Ich bin kurz noch. Ach, ich bin bei mir. Nehmen Sie sich, was Sie brauchen. Er ist noch da. Ich hätte jetzt gedacht, der ist nicht mehr da. Ist noch da. Er geht doch einfach. Kollege, warte mal. Ey, ich kann nicht. Ich kann nicht ein bisschen fahren. Voll der Drift. Okay, warten hier auf die Kunde. Die müsste ja gleich kommen. Das eine war es bis jetzt relativ okay. Also, bis auf seinen eigenen Jumpscare, den er gemacht hat, um mich zu erschrecken, war es okay. Oh, sie ist da. Okay, Moment. Ich kassiere das kurz ab. Bitteschön. Hey, are you the only one working here? Ja, ich bin alleine. Ich kann nicht glauben. Welcher Manager lässt ein kleines Mädchen mitten in der Nacht alleine arbeiten. Also, ich sehe, du hast keine Wahl. Das Letzte, was ich will, ist dir hier irgendwie... Nee, hä? Nee, sie will mir was zum Schutz geben. Sei vorsichtig. Oh, die hat mir Schutzamulett gegeben. Ja, nehme ich. Schutzamulett. Déjà-vu. Tschüss. Ich habe ein Schutzamulett. Jetzt ist natürlich die Frage, das Spiel will bestimmt, dass ich jetzt dahinter gehe, oder? Will ich da hinten hingehen, wo das Kind war? Ich habe es wegkrabbeln sehen. Das Ding ist auf. Will ich da hin? Eigentlich nicht. Ach Kacke, das ist echt auf. Geh da rumgefummelt, ne? Er hat sogar sein Werkzeug liegen lassen, what the fuck? Okay. Hä? Ja. Wo muss das hin? Da stehe ich doch rein. So ist denn nicht rein. Nein. Das nicht wozu ist der Schlüssel da? Warum lag da drin? Hat der Dude den da reingelegt? Ich meine, wenn der schon drin lag, warum hat der Typ das nicht mitgenommen? Was war das? Toilette. Das Klo ist kaputt, wegen der Oma. Hallo? Wieso regnet hier drin? Kannst du mal... Mach aus. Nein, hör auf. Mach aus das Ding. Ach nö. Hör auf. Die Oma hat es kaputt gemacht. Oh. Damit habe ich nicht gerechnet, dass es aufgeht.
Hallo? Jemand? Wer macht das denn? Wer macht das denn? Ich bin unordentlich. Ich muss wieder aufräumen. Stempelt sich gerade jemand ein? Wolfi, hi. Knurrknurr. Ich glaube, stempelt sich gerade ein, oder? Ich will nicht. Ha! Hab ich dich. Kann ich das irgendwie hinlegen, den Schlüssel, oder? Ich kann ihn nicht. Ich guck mal hier durch. Wie eine kotzende Katze. Woher weißt du, wie eine kotzende Katze klingt? Okay. Die Kamera ist im Arsch. Die ist im Arsch. Ist die jetzt hinter mir? Laut. Ich kann... Hallo? Ich will nicht in das Gebiet da hinten rein. Ich will sowas von nicht in das Gebiet da hinten rein. Techniker bitte an Kasse 3. Techniker bitte. Oh Gott. Marco, hi. Knuddel, knuddel. Hi. Alter, ich bin hier lost. Und kannst du bitte sitzen, Kleid, wie du sitzen sollst? Danke. Pick-up-Talisman. Nein. Nein. Das sind solche Talismane, die man manchmal in so japanischen Filmen an den Türen so sieht, die das bannen. Die räume ich am Arsch, räume ich die weg. Das ist ja was Positives, wie ein Talisman, den wir bekommen. Das ist was Positives, das räume ich sowas von nicht weg. Habe ich ein Inventar? Nee, habe ich nicht. Sie hat nur... Es war ja hier, ne? Sie stand hier. Und dann ist sie dahin gespaced. Zu Cam. Kann ich das wegrollen? Was soll ich jetzt machen? Ich will nicht da hinten reingehen in das Ding. Das ist nicht gut. Nein. Scheiße, ich will da nicht rein. Alter. Ich will da sowas nicht rein. Kannst du die an die Türe kleben? An welche Türe? Ja, aber da steht noch wegräumen, oder? Pick-up, also aufnehmen, ja gut. Ich weiß es nicht. Aber ist das nicht was Gutes, wenn die hier rumliegen? Als Talisman so? Ist eigentlich was Positives, oder nicht? Sollte was Positives sein. Ich muss meine Haare gleich irgendwie fixen. Tja, die nerven gerade. Warte. Kommt her. Nein, ihr kommt mit auf die andere Seite jetzt. So. Jetzt reicht's mir. Alter, nein, ist weit. Ich würde die da liegen lassen, wenn ich ehrlich bin. Ich bin mir aber auch nicht sicher, ob ich die da liegen lassen soll. Warte, ich muss kurz die Folge beenden.